Ja, ich fühle mich gespeichert. Ich möchte noch mal was ansprechen, was einige so ein bisschen am Rande gestreift haben, was ich finde, was aber noch nicht konkret genug gesagt wurde. Und zwar fällt ja auf, dass sie von Menschenrechten, von Verantwortungsübernahme, von Folterungen, alle Argumente von Rechtsverletzungen immer dann sprechen, wenn es darum geht, im Nachhinein, ich sage jetzt im Nachhinein, kriegerische Interventionen zu rechtfertigen. Das heißt, die eigentlichen Argumente, die dazu führen, dass in diesem Gebiet die Bevölkerungen gebombt werden, die ganze Infrastruktur zerstört wird, die ganze, ein Regime-Change stattfinden soll, sind ja ganz andere Argumente. Die gibt es im Hintergrund, die wurden auch mehrfach erwähnt. Aber Sie müssen doch eigentlich feststellen, dass Sie mit den Argumenten, die vordergründig sind, die sich auch gut anhören, wenn man sagt, da werden Menschenrechte verletzt, da müssen wir doch eingreifen, da müssen wir doch was tun, dass Sie mit diesen Argumenten niemanden mehr erreichen. Denn uns haben sie alle nicht erreicht, weil wir wissen, dass sie diese Argumente nur dann benutzen, wenn es in bestimmten Situationen angebracht ist. Das wurde vom jungen Mann als Doppelmoral bezeichnet. Man könnte mit den gleichen Argumenten ganz woanders in ganz anderen Ländern ebenfalls intervenieren. Das wollte ich nur noch mal sagen. Der junge Mann und das Mann ist. Ja, also mein Name ist Nermann, ich bin Verband der kurdischen Studierenden und ab und zu ist hier was über Afghanistan gefallen und da wollte ich ganz kurz nur noch drei, vier Sätze von der Welt zitieren. Und zwar wurde der Leiter der Abteilung Polizeilicher Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung des Bayerischen Landeskriminalamts interviewt, 2014 im Oktober. Und zwar wurden Islamisten nicht daran gehindert auszureisen, was ja dann nach den Recherchen dazu geführt hat, dass man jetzt neuerdings ein Ausreiseverbot anhängt an Menschen, die ausreisen möchten. Die Erklärung des Leiters des LKAs war dann, es war zum Schutz unserer Bevölkerung und Zitat, Personen, bei denen die Gefahr bestand, dass sie Anschläge begehen werden, außer Landes zu bringen, wenn sich jemand radikalisiert hatte und ausreisen wollte, dann hat man versucht, ihn auch ausreisen zu lassen oder auch durch ausländerrechtliche Maßnahmen die Ausreise auch noch zu beschleunigen. Das wurde bei einer Innenministerkonferenz beschlossen. Das waren die Recherchen von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Da wurde ja de Maizière dann bei einer Pressekonferenz damit konfrontiert. Daraufhin sagte er, wer hat das gesagt? Davon weiß ich nichts. Der Name wurde genannt. Und ein paar Tage danach kamen dann die neuen Regelungen, dass man jetzt Islamisten und Terroristen die Pässe entnimmt und eine Ausreisegenehmigung nicht mehr erlässt. Und ich finde das einfach unglaublich zynisch, denn wir haben 54 gefallene Soldaten in Afghanistan. Also ich bin jetzt kein Afghanistan-Krieg-Sprecher quasi, ja. Ich meine nur, wir haben dort tote Soldaten, die waren zum Teil sehr, sehr jung. Und wir haben Soldaten im Kampf gegen den Terrorismus geschickt und gleichzeitig Terroristen auch gleich mit. Und das ist einfach nur haltlos. Das kann man nicht, also das kann man einfach nicht erklären. Und Frau Schmidt, Sie haben am Anfang eben den Beginn der Revolution in Syrien, da haben Sie mal das Bürgerkrieg. Eben, es fing an mit den Kindern, die gefoltert worden sind und Demonstrationen, aber die gab es auch in Saudi-Arabien, Katar und Bahrain. Und sie hat ja gesagt, wir haben versucht, eine Resolution durchzubringen, wir haben versucht, Sanktionen durchzubringen, aber nur gegen Syrien, aber nicht gegen die eigenen Verbündeten. Und die sind ja um kein Stück besser gewesen. Da werden doch Menschen auch geköpft. Erst letztens hat Saudi-Arabien 40 Menschen hinrichten lassen. Zum Teil wegen Hexerei oder sowas werden dort Menschen verhaftet. Bis heute versucht man keine einzige Resolution oder Sanktion gegen diese Verbündeten durchzubringen. Und ich habe noch das erste Mal zwei Gespräche. Ganz kurz noch.
Also, was ich witzig fand, ist, nachdem, also, was wir witzig, nachdem Russland die Krim annektiert hat, hat Obama versucht, erwähnt, Psychologen einzustellen, um zu verstehen, wie Putin tickt. Das fand ich ziemlich seltsam, denn ich meine, ich kann es Ihnen sagen, der Mann ist auf der Straße aufgewachsen, zu einer Zeit in Moskau, wo man nur mit der geballten Faust überlebt hat. Er hat den Zerfall der Sowjetunion kennengelernt. Also, der kennt nur eins, gehst du mir auf den Keks, hau ich dir aufs Maul, was nicht gut ist. Aber wenn ich jetzt einen Mann, der solch ein Land regiert, wenn ich den jetzt überhaupt nicht beachte, der hat seinen letzten militärischen Hafen in Syrien und da versuche ich jetzt einen System Change zu machen, ohne sich mit dem hinzusetzen. Ich versuche vor seiner Tür in der Ukraine einen System Change zu machen, ohne ihn einzubinden. Ich möchte, dass dieses System ändert, glauben Sie mir, ich möchte Demokratie im Nahen Osten, in der Ukraine und überall, aber wenn ich weiß, was danach kommt, und das sind die Panzer, und dafür habe ich keine Idee mehr, dann fange ich die Sache auch gar nicht an. Ja. Aber bitte kurz halten jetzt, noch die nächsten. Mein Name ist Ansgar Klein. Ich möchte zunächst mal Frau Schmidt und Herrn Henke ein Kompliment machen, dass sie überhaupt hier hingekommen sind zu dieser Diskussion und sich ihr stellen. Aber Frau Schmidt, Sie werfen anderen Vereinfachungen vor, besonders auch im Zusammenhang mit ISIS und Al-Qaida und Al-Nusra und so weiter. Wissen Sie nicht, dass Al-Qaida von Brzezinski schon vor dem Einmarsch der Russen in Afghanistan gefördert worden ist. Und dass Brzezinski, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, auf die Frage geantwortet hat, erstmal die Frage, tut es Ihnen nicht leid, dass die Muslime unterstützt haben und zu Terroristen und zu Al-Qaida gemacht haben? Da sagt er, was sind diese paar Muslims, die verirrt sind gegenüber dem Zerfall der Sowjetunion? Und diese Politik der USA im Zusammenhang mit dem Geheimdienst von Pakistan, die haben die Al-Qaida groß gemacht